Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play SimCity. Ja, sind schon wieder ein paar Leute jetzt dazugekommen, es sind jetzt so ein, zwei Stunden vergangen. Eine Einladungsphase läuft noch, haben aber jetzt schon Peter Ludolf 888 direkt neben uns. Der war auch schon auf der letzten Multiplayer-Map dabei, der hatte mal einen guten Riecher, was die Tipps angeht, wegen der Bewerbung und so weiter. Hat wieder Urbach gegründet, welche Überraschung. Was haben wir hier? Okay, hier wird noch ein Bürgermeister gesucht. Den haben wir schon vorgestellt, den guten Herr Merrick 1905. Hier hinten haben wir auch einen neuen, Marbra. Hat jetzt hier die Stadt Eich und hat auch schon 3000 Einwohner. Also es wird langsam. Hier hinten ist auch noch einer, sehe ich gerade. Palomino, der Alex 80. Okay, cool, es wird langsam. Ich denke nicht mal lange und dann sind wir hier auch vollzählig und sind dann wirklich 16 Leute, die hier bauen können. Wie sieht es denn einwohnertechnisch aus? Die Region hat schon 20.000 Einwohner und ich mache immerhin, ich glaube wir sind 5 Städte oder 4 Städte, ich mache auf jeden Fall über ein Viertel fast aus oder fast ein Viertel. Ja, dann machen wir mal weiter. Ich versuche jetzt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr durchzuziehen, dass wir hier ein bisschen Schritt halten können. Gucken wir mal, können wir denn jetzt schon einen höheren Kredit aufnehmen? Das würde mich nämlich mal interessieren. Wir können jetzt schon nur einen Kredit aufnehmen, wahrscheinlich weil jemand schon das Rathaus gebaut hat. Dann hoffe ich mal, dass auch jemand bald noch eine Finanzabteilung baut. Auf jeden Fall machen wir erstmal Plus, das ist schon mal gut. Ich denke trotzdem, dass ich wahrscheinlich da noch einen Kredit aufnehmen werde. Aber da gefällt es mir besser, dass ich den jetzt hier zurückzahle. Geht ja nicht. Dann gefällt es mir besser, wenn ich mir jetzt hier einen hole für 50.000 und den hier zurückzahle. So. Sehr gut. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wollen wir jetzt? Wir können das jetzt schon upgraden. Ne, da fehlen uns noch 300 Einwohner. Die werden wir wahrscheinlich jetzt bald haben. Bauen wir jetzt erstmal hier weiter. Straße mittlere Dichte. Ja, setzen wir einfach mal hier an und werden hier noch ein bisschen Gewerbe ausbauen. Das wird auch noch gefordert, wie es aussieht. Und vor allem Industrie wird vor allem verlangt. Ja, da muss ich wohl auf notgedrungen Industrie bauen, obwohl ich das gar nicht so sehr möchte. Ich hoffe ja, dass ich das später dann wieder abreißen darf oder kann. Ja, machen wir das einfach mal hier gerade weiter. So, hier genauso. Und hier setzen wir auch noch eine Straße an. So. Und jetzt Industrie. So, 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 so. Das geht jetzt hier alles schon ein bisschen besser von der Hand. Aber nach der 10.000. Stadt oder so, da werde ich auch langsam ein bisschen fitter. Geht so. Mal gucken. Ansonsten müssen wir jetzt auch mal schauen, dass wir langsam mal Grundschule und so ein Zeug hochziehen. Und da hatte ich ja den Tipp bekommen, dass man so offizielle Gebäude, hatte ich auch schon mal in der letzten Staffel erzählt, dass man das in der Nebenstraße bauen sollte. Was ich halt noch nicht so ganz verstehe, ist das hier mit der Hauptstraße. Ich habe irgendwie Angst, dass dadurch, dass jetzt hier auch schon Gebiete direkt dran sind, normalerweise ist es so, dass man einfach nur die Autobahn geht vorbei und dann kann man das miteinander verbinden, aber die geht ja direkt durch mein Gebiet und wird auch benutzt. Muss ich mal schauen. Ich habe nämlich nur Angst, dass das hier dann irgendwann voll wird oder so. Müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Auf jeden Fall bauen wir jetzt erstmal eine Grundschule, würde ich sagen, sobald wir das Geld dafür haben. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil wir machen ja Plus. Und die Grundschule bauen wir dann am besten, würde ich fast sagen, bauen wir hier noch eine Seitenstraße lang. Da gucke ich nochmal kurz, wo es Öl ist. Oder wollen wir erstmal Öl abbauen? Das wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn wir erstmal auf Öl gehen, hä? Bevor wir eine Grundschule bauen. Mache ich am besten. Ich werde erstmal gucken, dass wir Öl abbauen, dass wir noch ein bisschen Geld rankommen. Und im Anschluss dann werde ich dann anfangen, mich um die offiziellen Gebäude zu kümmern. Wobei ich aufpassen muss, ich habe natürlich ein bisschen Angst, dass die Leute dann zu unzufrieden sind. Da ziehen wir erstmal hier noch diese Hauptstraße hier ein bisschen weiter. So. Ja, machen wir einfach gerade durch. Und dann können wir jetzt hier noch Wohngebiete bauen. Jetzt ist ja gar nicht so schlecht um das Rathaus rum, da baue ich ja gleich noch einen Park für die niedrige Dichte. Und wir haben einen Spielplatz mit Schaukel. Können ja eigentlich gleich mal das direkt hier schnell ausbauen. Ich gucke, probiere erstmal möglichst die billigen Sachen hier zu nehmen. So. So, das dürfte erstmal halbwegs passen. Dann machen wir noch so ein kleines hässliches Teil hier hin. Ja, hat auf jeden Fall was gebracht. Ja, dann machen wir noch so ein hässliches Teil hier hin. Ah, ist ja Gewerbe, stimmt, da müssen wir auch noch was machen. Ja, baue ich hier noch so ein Teil hin. Und jetzt, ich würde erstmal gerne echt nur die nehmen, die minus 10 kosten hier. Ich will jetzt erstmal noch nicht zu viel Verluste machen. Und hier auch nochmal. So, das hätten wir. Sehr gut. Ah, plus 3000, das wird... Haben wir das jetzt alles schon ausgebaut mit den Straßen hier? Nee, noch nicht. Hier müssen wir noch Gewerbe hinsetzen. Die brauchen auch noch ein bisschen Gewerbe. Müssen wir mal gucken, dass wir es nicht übertreiben. Industrie bauen sie auch langsam hoch. Jetzt, ich schätze mal, wir dürfen schon wieder Wassertürme gleich bauen. Da kann ich das eigentlich jetzt gleich mal machen. So, und jetzt bauen wir es aber ordentlich direkt dahin, wo auch wirklich Wasser ist. Ich brauche gleich mal zwei. So. Und Abwasser, wie sieht's hier aus?
Ist noch im grünen Bereich. Sieht sehr gut aus. Strom müssen wir uns erstmal keinen Kopf machen. Aber gerade wegen Strom würde ich sagen, dass wir da mal jetzt doch uns konzentrieren, dass wir erstmal Öl abbauen. Das halte ich für die bessere Variante. Ja, müssen wir mal kurz warten. Können wir währenddessen mal noch ein bisschen hier uns schön diesen Trailerpark angucken. Aber das wird ja noch, das wird ja noch. Sieht's denn aus von Einwohnern? Nur noch 20.000. Auf Besuch, 83 bei mir, nicht schlecht. Und wir haben jetzt gleich die 5.000 Marke erreicht, oder die 5.000 Einwohnerzahl. Marke, Grenze, wisst ihr, was ich meine? Was ist denn hier eigentlich? Ja, wisst ihr was, ich tu mal die Straße upgraden hier, das funktioniert so überhaupt nicht. Straße, so, machen wir erstmal niedrige Dichte. Ja, machen wir gleich mittlere draus. Jetzt hoffe ich, dass das ein bisschen schneller hier flutscht, ich hoffe es zumindest. Ansonsten muss ich dann hier noch eine zweite Straße bauen. Muss ich sowieso dann noch machen. Weil hier ist auch schon, hier sieht es nicht gut aus. Aber man darf halt auch nicht zu viel Seitenstraßen bauen. Ne? Also eine Ampel ist hier nicht. Das ist halt genau das, was ich meine. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier diese Hauptverkehrsstraße, die ja auch mit der Stadt verbunden ist, und dann verbindet uns die Straße noch mit der Stadt und der Stadt. Ich habe Angst, dass dadurch, dass meine Stadt, oder dass die Straße direkt durch meine Stadt geht, meine Stadt dafür sorgt, dass dann hier nur noch Stau ist. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber momentan flutscht es ja. Und ich muss einfach gucken, dass ich hier keine Straßen, Nebenstraßen mit hoher Dichte baue, weil wenn ich das nämlich mache, entstehen hier noch Ampeln und dann haben wir, glaube ich, den Super-GAU, was Verkehrsstaus angeht und so weiter. Da muss ich aufpassen. 17.000. Die Raffinerie kostet noch ein bisschen mehr, ne? Gucken wir mal. Ölquelle, 37.500. Noch einen Kredit aufnehmen, würde fast sagen, hä? Machen wir einfach mal. Wir machen ja genug Geld. Annehmen. So, da kümmern wir uns jetzt erstmal mit 67.000, dass wir Öl abbauen. Da baue ich dann gleich jetzt also eine Raffinerie, also nicht eine Raffinerie, sondern so eine Ölquelle und ein Handelsdepot. Können wir ein Handelsdepot schon bauen? Ja, okay. Sicher ist sicher. So, schauen wir mal, wie machen wir das am blödesten? Ich würde ja fast sagen, ich ziehe hier noch eine Straße lang. Oder hier. Ich glaube, ich ziehe hier noch eine Straße erstmal lang. Und hier können wir auf jeden Fall mindestens drei solche Teile ranbauen, vielleicht sogar vier. Dass wir erstmal richtig gut Geld scheffeln. Baue ich erstmal noch einen Weg, kann ich ja später immer noch upgraden. Ich mache den erstmal gerade. Und hier können wir dann noch einen Bahnhof bauen, by the way. Entschuldigung, musste wieder kurz husten. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das Öl lag. Schau nochmal. Da können wir doch hier ranbauen. Da müssen wir mal gucken, hier sind die Wassertürme. Ja, das passt schon. Das passt schon so. Setze ich das Ding einfach mal jetzt, ja, machen wir es. Wichtig ist, dass diese Tiefpumpen auf dem Öl sind und das ist hier noch gewährleistet. Machen wir mal, ich mach's jetzt hier hin. So, passt schon. Ja, die Leute sind natürlich traurig, aber damit müssen sie halt jetzt leben. Das geht jetzt nicht anders. Also das hier wird nicht so toll. Ich hoffe trotzdem, dass wir irgendwie hohe Dichte hochbekommen, müssen wir mal schauen. Aber erstmal brauchen wir Geld und wir können das ja später auch wieder abreißen, wenn wir genug Geld haben. Ja? Also das wird nicht so ewig so bleiben. Das ist jetzt eher so eine Zwischenlösung, um viel an Geld zu kommen. Vielleicht können wir ja sogar die Ölquelle komplett abbauen und dann reißen wir wieder alles ab und dann können wir hier auch noch Wohngebiete hinsetzen. Das ist eigentlich jetzt der Plan. Okay, bauen wir erstmal Garagen. Müssen wir jetzt schauen, weil das ist ganz schön teuer, sehe ich gerade. Lassen wir es erstmal so und ich baue erstmal ein Handelsdepot. Das halte ich für die bessere Idee. Das Handelsdepot bauen wir. Ich schaue nochmal auf die Ölkarte. Ölkarte. So. Ja, hier baue ich es ungern hin, um ehrlich zu sein. Aber ich würde das schon lieber in die Nähe bauen. Ich würde sagen. Oder bauen wir es doch hier Industriegebiet hin. Ah, da müssen die, das ist blöd eigentlich, da müssen die von hier das erst hier rüber transportieren. Und dann entsteht noch mehr Verkehr. Man sollte das wirklich schon hier nebenan bauen, das wäre besser. Baue es halt hier hin. Mache ich jetzt auch. Sind da zwar weniger Wohngebiete, aber die finden sie ja sowieso nicht schön. Und das Handelsdepot scheint jetzt nicht so sehr zu belasten, wie es aussieht. Okay, das ist schon mal gut. So, und dann müssen wir jetzt erstmal gucken. Also das Versandlager hier, das müssen wir auf jeden Fall lassen diesmal. Weil wir jetzt auch Industrie haben, aber eins dürfte auch ausreichen. Das ist immer hier schon standardmäßig dabei. Garage für Lastwagen. Bauen wir mal. Kosten nur 3.000. Wir sagen, bauen wir gleich mal drei Stück. Ein Schild ist auch noch wichtig. Und jetzt hier, Rohöllager. Bauen wir. Ah, ihr müsst jetzt aufpassen, dass ich nicht hier das auf das Vorkommen haue. So, hier. So. Hier wird er auch noch gehen. Ja, machen wir noch. Nee, machen wir hier hin.
So, und das passt erstmal. Jetzt muss ich das noch auf Export stellen, damit wir hier gleich Geld machen. Das mache ich jetzt auch mal direkt, so. Okay, das hätten wir. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Wahrscheinlich müssen wir das dann noch ein bisschen ausbauen, aber ich warte jetzt erstmal, bis da die Arbeitskräfte reinkommen. Ich hoffe auch, dass wir schon fähige Leute dafür haben. Währenddessen würde ich schauen, wir machen jetzt schon plus 5000, würde ich schauen, dass wir jetzt mal die ganzen offiziellen Gebäude bekommen. Dafür dürfen wir jetzt ja auch genug Plus machen, denke ich. Gesundheit. Verletzte sind. Ja, okay, machen wir das erstmal. So, und das jetzt auf eine Nebenstraße am besten. Da baue ich jetzt hier noch eine Straße lang. Ich gehe nochmal auf Öl, dass ich das jetzt nicht überbaue. Baue hier noch eine Nebenstraße lang, wo wir dann die ganzen offiziellen Gebäude hinbauen. Damit die Hauptstraße hier nicht belastet wird, weil sieht man hier schon, da ist schon einiges los. Das ist das, was ich meine hier. Staus halt bis hier rüber. Das ist scheiße. Vielleicht muss ich dann umbauen, dass sozusagen hier eine Seitenstraße lang geht, dass hier nicht irgendwie 6 Nebenstraßen auf die Hauptstraße gehen. Das muss, kann sein, dass ich das machen muss. Aber da kümmern wir uns später drum, wir beobachten das mal noch ein bisschen. So, was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Ach ja, Seitenstraße bauen. Ölkarte bitte. So. Da bauen wir jetzt erstmal, ja, bauen wir gleich hier mittlere Dichte. Setzen das mal hier an. Und ziehen das gleich mal durch, würde ich sagen. Dann machen wir erstmal bis hier hin. So. Und da können wir jetzt hier rechts die Kliniken und so hinbauen. Ich würde ja gerne eigentlich erstmal eine Grundschule bauen, weil das die Leute auch glücklich macht. Naja, gut, bauen wir erstmal Kliniken, das passt schon. Ist ja gerade Not am Mann, wie es aussieht. Ja, das würde ich schon gern zentral bauen. So ungefähr da, wo das Rathaus auch ist. Machen wir einfach mal hier hin. So. Und dann muss ich wahrscheinlich jetzt so gleich noch eine Straße irgendwie runterbauen, denke ich. Ach, jetzt fällt, das war blöd, hä? Ich glaube, das war blöd, weil jetzt kann ich das Ding... Ah, wir können es upgraden. Muss ich mal gucken. Am Ende, wahrscheinlich muss ich die Klinik dann irgendwann wieder abreißen, weil ich das Rathaus sonst nicht komplett ausbauen kann. Muss ich mal schauen. So, das hätten wir. Jetzt müssen wir die Straßen mal irgendwie noch verbinden, dass die doch besser hinkommen. Wie ist denn das hier? Den Weg können wir ja noch weiterziehen. Das kostet ja jetzt nicht so viel. Dann könnten wir doch eigentlich den Weg erstmal hier mit verbinden. Am besten so, dass wir dann hier auch noch eine Raffinerie hinbauen können. Da würde ich das sagen, setzen wir mal hier an. So. So, das wäre es erstmal, das wäre miteinander verbunden. Dann können wir hier ringsrum dann wirklich ganz viele Raffinerien bauen. Hier baue ich mal noch Wohngebiete hin, erstmal. So, hier auch gleich noch. Brauchen wir sowieso. Was ist hier, die suchen Arbeiter, hä? Geschlossen, immer noch Mitarbeiter gesucht. Ja, aber das sollte ja bald werden. Wir haben ja jetzt ziemlich viele Wohngebiete schon. Brauche ich hier immer noch irgendwelche billigen Parks hin? Ah ne, das machen wir dann später. Ja, hätte ich anders bauen sollen wahrscheinlich. Aber gut, kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Grundschule, würde ich jetzt erstmal noch sagen. Bildung hier. So, Grundschule. Gut, wenn hier überall Wohngebiete hinkommen. Aber ich würde ja fast sagen, wir bauen die Straße noch ein Stück weiter. Das machen wir mal. Nur weiter gerade. So. Und da dürfen wir jetzt auch noch genug Geld haben, um die Grundschule zu bauen. Dann können wir die doch eigentlich hier hin. Wir können sie auch hier hin pflanzen irgendwie. Ich brauche sie hier hin. Oder? Irgendwie ist mir das nicht zentral genug. Ich werde sie hier hin bauen. Das gefällt mir besser. Das war ein bisschen assi dann erstmal, weil dann die ganzen Ölquellen da sind. Aber das kann ich jetzt erstmal nicht ändern. So. Das macht die Leute jetzt auch erstmal glücklich. Da bauen wir jetzt gleich erstmal noch Schulbusse. Und wir müssen dann auch unbedingt unser Verkehrsnetz zumindest mit Bus erstmal ausstatten. So. Weil hier kommen ja eh überall Wohngebiete hin. Und ich finde das immer schön, wie sie sich da freuen. Das ist super. Hier auch noch. Hier auch noch. Hier auch noch. Hier auch noch. So, eigentlich können wir hier, machen wir auch gleich mal noch welche hin. So. Jetzt hätten wir hier, braucht man keine, das ist alles Gewerbe und Industrie. Dann machen wir hier gleich noch welche hin. Dann haben wir es einmal. Und hier nochmal. Und hier nochmal. So, das dürfte jetzt erstmal passen. Ich weiß nicht, Busnetz, ob wir das schon ausbauen sollten. Wir warten am besten erstmal und bauen jetzt erstmal noch Polizei und so. Ich denke, das ist wichtiger. Polizei und Feuerwehr. Ich weiß halt nicht, wie es mit Nachbarn aussieht. Die können uns ja auch unterstützen, aber ich würde, weiß ich nicht. Ich gehe dann lieber erstmal auf Nummer sicher, beziehungsweise werde ich einfach darauf achten, sobald hier eine Beschwerde kommt, werde ich es halt bauen, weil dann weiß ich ja, dass meine Nachbarn mir da gerade nicht aushelfen können. Und das einfach so lösen. Wie sieht's denn aus? Barrel, 450 pro Tag. Ist auch noch nichts angekommen hier. Haben wir denn schon was verdient? Transaktion des Monats 75.000, ja, das durch die Kredite. Super. Ist natürlich nicht so toll.
Ja, dann bauen wir das Ding mal noch weiter aus hier, würde ich sagen. So, mehr Geld machen wir. Ja, machen wir mal schon so, dass das Wohnhaus sich noch ein bisschen entfalten kann. Und das Ding ist, die kosten zwar 10.000, aber nur minus 30 pro Stunde. Das heißt, wenn man das Geld hat, kann man die mit ruhigem Gewissen bauen, weil die halt nicht viel dann auf lange Sicht mehr kosten. Man muss halt nur einmal viel investieren, sozusagen. Das Schild machen wir auch noch. Mehr können wir uns erstmal nicht leisten. Noch einen Kredit aufnehmen, ich würde fast sagen, hä? Machen wir einfach mal. So. Ja, da bauen wir es noch weiter aus. Ich meine, damit werden wir dann unser Geld machen. Aber da muss ich jetzt erstmal hier einen Weg lang bauen. Ich würde sagen, wir bauen das hier so nach links rüber. Das halte ich erstmal fürs Beste. Ah, das geht sogar direkt, sehr gut. Und so hier. So. Wir können auch eine Straße runterbauen, das ist noch effektiver. Ich würde das schon gerne sehr dicht hier haben. Geht nicht. Ja, ist mir zu weit weg. So hier, sehr gut. Und dann hoffe ich doch, dass ich hier noch so ein Ding hinbekomme. Ah, nice, geht auch. Aber wie viel brauchen wir noch? 4 Stück. Ja, ich würde sagen, wir bauen lieber noch eine Garage, oder? Was kosten die? Minus 50, okay. So, dann bauen wir das Ding mal noch weiter aus. Ja, machen wir einfach hier nochmal. Und hier, und mehrwertig, ich will die 12.000 erstmal behalten. Ich gehe jetzt lieber auf Nummer sicher. Also das Ding haben wir ja fast ausgebaut jetzt schon. Das sollte jetzt auf jeden Fall mehr als 500 Bärbel am Tag schaffen. Jetzt macht schon 700 und das wird noch weiter nach oben gehen. Und so glaube ich ganz gut, dass das Handelsdepot direkt daneben ist. Also ist nicht so weit. Okay, Schule, wie sieht's denn aus hier? Ein Schild können wir ja schon mal bauen. Und eine Fahne. So. Ja, machen wir an der Hauptstraße, ist irgendwie cooler. So, Wohngebiete. Ah, hier, können wir auch noch voll machen. Die brauchen immer noch Arbeiter, das kann nicht wahr sein. Ich muss das hier miteinander verbinden auf jeden Fall, das ist blöd. Hab ich doof gemacht. Was heißt doof gemacht? Ich bin noch nicht dazu gekommen, sagen wir es so. Ja, hier, das brauche ich nicht miteinander verbinden, denke ich. Oder doch, machen wir mal. Weil dann müssen die nicht immer erst hier lang fahren. Machen wir mittlere Dichte hier runter. Können wir eigentlich gleich durchziehen, hä? Ich hoffe, dass sie dann die Straße auch benutzen, weil dann würde die ja ein bisschen entlastet werden. Würde ich gleich durchziehen. So. Hier müssen wir das irgendwie auch nochmal machen. Setzen wir das am besten mal hier an irgendwie. Ja, machen wir hier erstmal. So. So hier, würde ich sagen. Weil so gut läuft das hier nicht momentan hier mit Verkehr. Aber wir haben auch noch keinen Bus und so, ne? Das ist natürlich dann auch nochmal ein Grund, warum das dann mehr staut. Also schon ziemlich heavy hier. Aber eigentlich müsste die Straße dann später gut laufen. Ich meine, es ist eine Hauptstraße und es gibt ja kaum Kreuzungen, keine Ampeln. Wir haben halt einfach keinen Bus. Wahrscheinlich muss ich dann einen Bus bauen. Verkehrsstockung auf der Autobahn. Es gibt Verkehrsstockung in Ihrer Stadt. Bauen Sie ein Shuttlebus-Depot und einige Bushaltestellen. Ja, das machen wir dann jetzt gleich. Brauchen wir aber erstmal das Geld dafür. Da müssen wir mal kurz warten. Beziehungsweise würde ich da an dieser Stelle erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Und ja, nächste Folge dann werden wir erstmal gucken, dass wir hier unsere Infrastruktur noch ein bisschen verbessern, dass hier kein Sturm mehr ist. Und dann werden weiter Einwohner gesammelt. Der momentane Stand ist, ich habe 7500 Einwohner, die komplette Region 27.000. Es wird langsam. Wir haben schon über 1% von den Benötigten in der Region. Ne? Das ist ja schon mal immerhin. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.